Hi ihr Lieben, ich grüße euch. Heute gibt es ein aus mehreren Ausflügen, mehreren Spaziergängen etwas zusammengeschnittenes Video. Ich hatte unter anderem meine Nichte zu Besuch und ich bin einfach nicht dazu gekommen, in den letzten Tagen die Videos zusammenzuschneiden und fertig zu machen. Aber jetzt bin ich unterwegs und werde noch ein bisschen Material sammeln und dann wird das alles zu einem schönen, hoffentlich schönen Video gemacht. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, als erstes begegnet mir so ziemlich überall gerade das Schauboxkraut. Das ist recht gut erkennbar, finde ich. Jetzt muss ich euch mal was zeigen hier. Ich sitze hier und schaue mir das an und plötzlich habe ich meinen Hund auf dem Rücken. Das macht sie unglaublich gerne. Und schaut sich so die Welt an, während ich irgendwie beschäftigt bin. Danach habe ich meistens Pfotenabdrücke, wenn sie nicht gerade die sauberen Pfoten hat. Aber sie fühlt sich da einfach sehr, sehr sicher und hat gleichzeitig einen Ausblick. Und geil, Charlie. Ja, so kriegst du einfach alles mit. Ja, das macht sie gern. Wollte ich euch nochmal gezeigt haben. Also was ich finde, was hier zuallererst aufgefallen ist, ist dieser lange Stiel am Blatt. Das sieht man so von weitem erstmal nicht, dass sie diese langen, wirklich langen Stiele haben. Dann dieses, ich würde sagen, herzförmige Blatt mit dieser recht deutlichen Aderung auch. Und auch so mit dem etwas gekerbten Blatträndern. Das spricht eigentlich alles für das Schauboxkraut. Meines Wissens ist Schauboxkraut grundsätzlich giftig, kann aber in kleinen Mengen zum Beispiel zu Salaten beigegeben werden, solange es noch nicht blüht, also nur die Blätter vor der Blüte. Als nächstes kommen wir zur, allseits bekannten, würde ich sagen, Brennnessel. Ich glaube, die kennen wir alle irgendwie oder irgendwoher, auch weil natürlich es sehr unangenehm sein kann, damit in Kontakt zu kommen. Letztes Jahr bin ich mal in ein, Brennnesselfeld eine Ansammlung reingefallen. Das war sehr unangenehm mit T-Shirt. Meine Arme waren komplett voll mit Pusteln. Jedenfalls erkennt man Brennnesseln im Vergleich zu den Verwechslungspartnern wie zum Beispiel der Taubnessel hauptsächlich daran, dass diese Blatthaare vorhanden sind, die so schön unsere Haut provozieren. Und ja, die findet man gerade auch, gerade jung, die kann man natürlich auch essen im Salat und so weiter. Muss man halt ein bisschen aufpassen wegen der Verbrennungsgefahr durch die Härchen, würde ich sagen. Jetzt haben wir auch mal ein paar Pilze gefunden. Fichtenzapfenrüblinge kommen bei uns langsam auch. Es gibt auch schon größere teilweise. Man sieht hier schon so ziemlich alle Größen an dem Zapfen und daneben. Inzwischen hatte ich auch das Glück, sage ich jetzt mal, Fichtenzapfenhelmlinge zu finden, die am Geruch erkennbar sind. Fichtenzapfenrüblinge erkennt man unter anderem am zähen Stiel, an dieser beigen Farbe, an dem gelblichen Stiel auch. Und im Gegensatz zu den Kiefernzapfenrüblingen zum Beispiel daran, dass sie an Fichtenzapfen wachsen. Die sind essbar. Nicht gerade die größten Pilze, aber man kann schon einiges zusammenkriegen dabei. Weil wie man sieht, natürlich hier auch zum Beispiel einiges an Fichtenzapfen rumliegt. So, an dieser Stelle pausiere ich jetzt mal kurz das Video im Nachhinein beim Schnitt. Also, was jetzt folgt ist, im Prinzip wollte ich euch da zeigen, den Unterschied zwischen den Fichtenzapfenrüblingen und den Fichtenzapfenhelmlingen. Meine Nichte war aber dabei und war einfach so goldig, dass ich in dem Moment sie nicht unterbrechen wollte im Gespräch und trotzdem euch daran jetzt teilhaben lassen wollte, wie diese Gespräche verlaufen sind. Also grundsätzlich geht es darum, dass meine Nichte an den Fichtenzapfenhelmlingen mal riechen darf und da dann recht süße Schlussfolgerungen hat beim Geruch. Gesundheit. Gesundheit. Pilze. Ja. Und wie heißen sie? Pilze. Und wie noch? Pilze. Okay. Dann machen wir jetzt hier. Braune Pilze. Okay. Du solltest nicht alleine Pilze sammeln gehen. Ja, das sollte ich besser nicht machen. So, dann schauen wir mal den Vergleich hier an. Das sind doch super. Oh, guck mal, diese Minis. Irgendwie kommt mir der eine viel größer vor als der andere. Der ist viel länger, ja, der Stiel. Ja, da sieht man auch die Farbe. Und der hat einen anderen Kopf. Und einen anderen Geruch hat er auch. Ja. Sag mal, wie riecht der?
nach einem Essen, wo Papa manchmal macht. Okay, das finde ich bedenklich. Und der da? Du hast den Stiel abgebrochen. Ja. Nein! Oh nein, hast du ihn fallen lassen. Der riecht nach Chlor und du riechst ein Essen, das Papa manchmal macht. Das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Das der riecht auch nach Essen, wo Papa immer macht. Also auch nach Chlor. Ja. Mhm. Guck mal, diese Mini-Pilze, Merle. Mhm. Ja, dann nehmen wir die mit. Und die wollen wir nicht mitnehmen. Hier ist auch nochmal ein Mini-Pilz. Mhm. Die sind süß. Ja, aber die nehmen wir nicht mit, weil die werden ja noch größer. Ja. Ja, dann können die noch ein bisschen wachsen. So, um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Man sieht hier, links die drei sind Fichtenzapfen-Rüblinge, rechts sind tatsächlich Fichtenzapfen-Helmlinge, auch wenn der ganz rechts gerade eher gelblich aussieht, also eher wie ein Rübling aussieht als wie ein Helmling. Er ist tatsächlich ein Helmling. Man sieht es etwas früher im Video, als ich so ein bisschen mit der Kamera näher rangegangen bin, dass er diese Grautöne auch hat. Daran erkennt man die und an dem Chlorgeruch letzten Endes, die haben. Der ist wirklich ganz intensiv. Ich hatte den bisher noch nirgends gerochen, weil ich die Helmlinge noch nicht gefunden hatte, bewusst. Aber wenn man ihn mal gerochen hat, dann ist der klar erkennbar und hilft ganz deutlich bei der Unterscheidung der beiden Pilze. Ja, der sieht auch ganz eindeutig nach einem Helmling aus. Ja, das ist eindeutig auch ein Fichtenzapfen-Helmling. Also man sieht hier einfach diesen ganz krassen Unterschied. Erstens, in welchen Farben und Formen der in Erscheinung treten kann im Vergleich zu den vorherigen. Und auch, wie gesagt, naja, wie deutlich es auch sein kann. Jetzt haben wir hier nochmal was echt Schönes gefunden, und zwar den gemeinen Huflattich. Den finde ich total spannend, weil, ich glaube, es ist recht gut erkennbar, da ist die Blüte da, bevor es Blätter gibt. Ja, das heißt, wir sehen hier jetzt erstmal nur die Blütenstände, diese langen Stiele mit der gelben Blüte obendran. Blätter sind aber tatsächlich hier um diese Blüte herum noch nicht zu finden. Das finde ich persönlich total spannend und ich wollte jetzt auch keinen rausreißen, weil ich das einfach sehr schön finde so. So, die nächste Pflanze ist doch ganz eindeutig, würde ich sagen, ne? Ein Löwenzahn. Glauben wir zumindest. Grundsätzlich ist es aber so, auch wenn wir damit aufgewachsen sind, Löwenzahn zu erkennen, gibt es recht, ja, naja, viele vielleicht nicht, aber einige ähnliche Pflanzen, die teilweise auch wirklich nur an der Blüte wirklich zu unterscheiden sind vom Löwenzahn. Unter anderem ist dabei das Kreuzkraut zu erwähnen. Das ist nämlich die wirklich giftige Verwechslungsgefahr, die besteht beim Löwenzahn. Das erkennt man dann hauptsächlich an der Blüte. Die Blätter, die können mal ganz anders aussehen, wandeln sich aber mit der Zeit. Und das heißt, es ist nicht zwingend Löwenzahn, den man hier gefunden hat. Also da muss man tatsächlich mehr aufpassen, als allgemein vermutet, sage ich jetzt mal. Direkt daneben haben wir jetzt meiner Meinung nach einen Hahnenfuß. Auch bekannt als Butterblume. Ja, ich glaube, die kennen wir alle. Allerdings weiß ich nicht, wie viele wissen, dass die tatsächlich auch giftig ist. Da muss man schon gut aufpassen. Die sehen zwar schön aus, aber essen sollte man sie nicht unbedingt. Und meiner Meinung nach müsste das jetzt einer sein. Ich finde auch, wenn man sich die Blätter so anschaut, kommt das optisch schon auch an den Hahnenfuß ran. Also man kann sich schon vorstellen, wo das herkommt. Aber wirklich hundertprozentig erkennt man es eigentlich erst, wenn Blüten da sind. Das hier sieht so ziemlich witzig aus, aber was es ist, keine Ahnung. Vielleicht kann mir ja da einer von euch helfen dabei. Würde mich sehr freuen. Es macht Spaß. Ja, es ist ziemlich witzig. Achtung. Puff. Puff. Du bist doch ein Quatschkopf. War das auch mal ein Pilz? Okay, hier würde ich jetzt eine der nicht gerade wenigen Vergissmeinnicht-Arten vermuten. Als absoluter Laie würde ich sagen Waldvergissmeinnicht, weil ich im Wald bin, aber das muss ja nicht zwingend was bedeuten. Meines Wissens sind die auch tatsächlich nur mit anderen Vergissmeinnicht-Arten verwechselbar. Vor allem in so jungem Stadium weiß ich es jetzt aber tatsächlich nicht mit Sicherheit. Trotzdem sieht es für mich so aus, aufgrund auch der
Wuchsform. Man sieht hier auch die Wurzel ganz schön und wie es zusammen, diese Blätter alle zusammen daraus wachsen. Sieht für mich schon sehr danach aus. Alles klar, hier haben wir jetzt eine Ampferart. Davon gibt es einige. Ich würde vermuten, das ist der stumpfblättrige aufgrund meiner Recherchen, aber hundertprozentig sicher sagen kann ich es nicht. Wenn es der stumpfblättrige Ampfer ist, dann wird der manchmal in der Küche verwendet, aber eher selten, gilt auch als leicht giftig und ja, eher bitter statt sauer. Also es gibt ja den Sauerampfer, den kennt man, an dem kenne ich einige, die da auch gerne dran naschen, aber der hier ist meines Wissens bitter und ja, kann leichte Heilwirkung haben wohl, wird auch gerne mal verwendet in einzelnen Teilen, aber eben auch leicht giftig. Ja, hier haben wir auch noch ein paar schöne Fichtenzapfenrüblinge, gut versteckt, aber trotzdem natürlich nicht vor uns. Die sind tatsächlich auch von der Größe her ganz schön, wenn ich es so anschaue. Das ist, ja, die kommen definitiv mal mit, freue ich mich. Also wie schon mehrmals erwähnt, ist es natürlich jetzt ohne Blüten ganz oft schwierig, was zu bestimmen. Das hier könnte jetzt zum Beispiel Labkraut oder auch Waldmeister sein oder vielleicht auch irgendwas ganz anderes. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Kleine Raupe. Das lässt sich meistens tatsächlich erst an den Blüten erkennen. Waldmeister wächst meines Wissens nicht so hoch wie Labkraut. Die Blätter sind aber sehr, sehr ähnlich, weil die auch wohl nah verwandt sind. Und auch am Geruch lässt sich das im Moment noch nicht erkennen, weil der erst beim Trocknen so diesen typischen Waldmeistergeruch entwickeln würde. Deshalb kann ich es hier nicht mit Sicherheit sagen. Grundsätzlich gilt das aber für alle Pflanzen, die ich in meinen Videos vorstelle, möchte ich nur noch mal gesagt haben, zur Sicherheit. Ich lerne selbst auch noch und weiß nichts hundertprozentig und bin garantiert nicht ausgebildet in dieser Hinsicht. Aber spannend finde ich es trotzdem. Kann ich genau sagen, warum, aber mit Samtfußrüblingen habe ich tatsächlich nicht mehr gerechnet. Tatsächlich vor allem auch nicht mit so schönen Jungen wie hier. Also die sind noch recht frisch. Natürlich nicht alle hundertprozentig, aber gerade hier die im hinteren Bereich und hier vorne sehen sie auch. Auf jeden Fall sind sie noch knackig, die sind nicht matschig. Der hier ist jetzt tatsächlich überraschend fest auch noch, wenn auch angeknabbert. Und ich finde, man sieht halt auch diesen Flaum am Stiel richtig schön. Ne? Also dieses samtige. So, habe ich nicht damit gerechnet, ist jetzt noch eine schöne Überraschung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich darauf, euch beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.